Wir haben seit 8 Monaten keine Leute mehr auf Twitch im Bann. Wir haben mittlerweile 165 Anfragen für Entbannungen. Ich habe keine Ahnung, wie es genau dazu kam, aber es sind sehr, sehr, sehr viele Leute, die hier entbannt werden wollen. Und wir haben uns, Shoutout an Maluna, ein bisschen an ihrem Video orientiert, weil die ein Entbannungsbingo gemacht haben. Und ich fand die Idee davon unglaublich geil. Deswegen haben wir hier unten in der Ecke unser eigenes kleines Entbannungsbingo mit Gründen als auch mit vielleicht Entschuldigungen, wieso die Leute gebannt wurden. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was so die Ausreden seien. Es sind so ein paar Banger dabei. Klassiker wie, mein kleiner Bruder oder mein Freund war an meinem PC. Sachen wie, ich hatte einen schlechten Tag. Wenn ich dafür gebannt werde, dann will ich auch gar nicht wieder entbannt werden. Ich glaube, es sind coole Sachen, ne? Aber ich bin auch gespannt, wofür die Leute gebannt sind. Ich muss jetzt schon mal einen kleinen Disclaimer loswerden, dass ich höchstwahrscheinlich viele Leute selber gebannt habe, weil ich, glaube ich, oft einfach so einen Blick mache und Leute instant permabanne, auch wenn ich sie eigentlich nur timeouten oder die Nachricht löschen will. Aber es passiert. Okay. Okay, warum er gebannt war, weiß ich echt schon nicht. Kann ich Carsten Blowdrop geben? Sorry, war kurz horny. Ich bin neu hier. Nicht so wichtig. Sehr geehrter Mods und ein Cast. Ich wollte fragen, ob ich wieder im Chat teilnehmen darf, auch wenn ich kein großer Bestandteil bin. Hä? Ja, das ist halt gefühlt, also das ist halt gar nichts davon, oder? Also das ist halt eigentlich nur so, keine Ahnung, Entschuldigung für mein Verhalten. Ja, ihn können wir entbannen. Er ist okay. Digga, mach doch. Er hat eine Nachricht geschrieben und die war, Digga, mach doch. Und ich habe ihm am Anfang gegeben. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, aber ich werde mich jetzt benehmen. Okay, wir haben schon den ersten. Heiko war schlecht drauf. Können wir schon mal abhaken. Ich glaube, das wird noch ein paar Mal passieren. Nochmal ein Permaband von mir für Eigenwerbung. Wieso wurde ich gebannt? Ich habe noch nicht mal was getan. Ja, okay. Kommt alle zu Atsu Yoshi, der beste Streamer der Welt. Da haben wir basically... Ja, warum wurde ich gebannt? Willkommen zurück. Boom. Können wir zusammen streamen? Alter, wie viele Leute entbann ich denn? Ich bin ein Riesenfan. Wollte eigentlich nur fragen, würde ich immer zusammen streamen wollen. Bin ein Riesenfan von ihm. War das auch so nah zusammen? Wenn ja, hier ist mein Discord-Server. Ah ja, 1000 Mal gespielt. Oh mein Gott. Ja, okay, er hat 10.000 Mal die Nachricht geschrieben innerhalb von 10 Minuten. Ja, doch, komm, er darf auch. Das ist Spam. Haben wir Spam auf der Ding? Spam! Ey! Wild, let's go. Sorry für den kleinen Spam, aber warum bin ich hier gesperrt? Nur weil ich bei Feister gesperrt bin. Sag mal Ubu, 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 bitte. Ja, er wird der Erste, der abgelehnt wird. Oh, er wird auch ganz schnell wieder abgelehnt. Da können wir auch ganz kurz immer mit abhaken. Sehr stark. Ich bin nämlich ab jetzt. Vorhin hatte ich einen ADHS-Anfall. Ja, das kann ich halt sogar irgendwie relaten. Wisst ihr, manchmal kickt's halt einfach. Seht ihr, das unter schlechter Tag? Na, nee, das ist noch kein guter Grund. Scheiß auf Sand, Genella, dann hättest du was anderes genommen. Ja, da war ich bestimmt auch wieder mad. Oh, das ist wirklich halbe Bibel. Hallo, liebe Mods. Sorry, dass ich im Chat verbotene Wörter geschrieben habe. Hast du nicht. Eigentlich wollte ich nur vorschlagen, dass Heiko in der geht, um wenigstens irgendein okayes Item, wie halt eben Quarz zu bekommen. Und ich weiß noch nicht, warum er danach so sauer auf mich war. Wahrscheinlich wurde ich einfach nur falsch interpretiert. Auf jeden Fall hoffe ich, bald wieder entbannt werden zu können, ohne Schimpfwörter am Chat teilzunehmen. Prage, danke, Gurkenglas. Danke, Gurkenglas. Over and out. Ja, das ist halt legit sogar eigentlich eine feine Entbannungsantrag, oder? Der Arme wartet 3 Monate. Seit über 3 Monaten. Oh, Herr Na. Sorry. Mein kleiner Bruder war am PC, wenn er nicht auf Klo war. Ja, der kleine Bruder. Moin, 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 moin. Sorry, kleiner Bruder war am PC. Warte mal, er war davor wirklich schon am PC. Moin, moin, Meister. Moin, moin. Moin, 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 moin. Sorry, kleiner Bruder war am PC. Kannst du mal nachschauen, wie viel Kupfer? Moin, 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 moin. Er war 2-mal am PC. Kleinen Bruder nicht mehr ins Zimmer lassen. Alter, das sieht auch schon überstressig aus. Hier. Was geht, was geht, was geht? Klar, was sonst? Jetzt. Hi, lol, Freitag, crafted is dead. Gebannt. Tut mir leid, dass ich dich genervt habe. Ich wollte nur fragen, was geht. Es tut mir sehr leid. Wollte die CCA noch den... Würde weder CCA noch den Chat stören. Okay, komm. Ah, what the hell, Alter. Das ist ja halbe Bibel. Das hacken wir direkt ab. Lese ich mir gar nicht durch. Mein Nachbar kam gestern mit zu mir. Predigt, roter Phönix. Predigt, Doktor, Doktor. 2 Minuten, Predigt, roter Phönix. Ja, war auch noch ein scheiß Gag. Ich bekenne meine Fehler und der wird nie wieder vorkommen. Bitte, ich möchte bitte wieder mit anderen chatten. Wir gucken die anderen Nachrichten an. Pipo hey, Pipo snow. Hi, hi, clap, hä? Du hast Subgift nicht vorgelesen. Er hat den 2-mal innerhalb von
drei Tagen geschrieben. Ich habe ihn hier gedonovoid. Er dachte sich, es ist eine gute Idee, den gleichen Gag nochmal zu schreiben. Und dann hat er einen Bann bekommen. Oh Mann. Ich habe es nicht so gemeint. Es tut mir leid. Halt's Maul. Mann, ich hab's nicht so gemeint, hätten wir halt wirklich aufnehmen müssen eigentlich, ne? Obwohl, das keine Beleidigung ist, eher bei anderen Dingen. Ich hab's nicht so gemeint. Ich hab die Nachricht nur geschickt, weil ich wissen wollte, was passiert. Bitte entsperrt mich, ich würde mich sehr freuen. Ach so, wusste nicht, dass man dafür gebannt wird. Ja, klar, wird man nicht für gebannt. Quatsch, können wir sogar zwei. Wusste nicht, dass man nicht für gebannt würde und Mods testen. Können wir beides direkt mal abhaken. Warum sollte man dafür auch gebannt werden? Also, G-Time ist fett. Gebannt. Bin neu auf Twitch, wusste nicht, dass man gebannt wird. Alter, bist du neu im scheiß Leben? Er soll mal zu einer random Person auf der Straße gehen und sagen, er ist fett und schau, was dann passiert. What the fuck? Ist das krass? What? Hey, Nuttensohn, ich werde dich finden und aufessen. What the fuck? Damit haben wir die Beleidigung abgehakt. Triebwitz ist raus. Ah, ist das 7-Wiss-White-Spoiler. Liebe Mods, ich möchte mich hiermit auf mich entschuldigen. Ich habe viele Leute ein bisschen gespoilert habe. Ich war traurig und wütend, weil meine Freundin mich über WhatsApp verlassen hat. Und ich musste meine Wut irgendwo rauslassen. Ich hoffe, ich kann hier am Chat aktiv teilnehmen und sie verstehen mich. Bro wurde gedumpt und dachte dann, er ruiniert mal ganz, ganz locker flockig ein paar Leuten den Tag. Meine Freundin hat mich über WhatsApp verlassen. Ey, Alter, wir haben diese Bingo-Karte erstellt, aber das wäre wirklich niemals eine Sache gewesen, wo ich gedacht hätte, ja, wie können wir da schlechter Tag? Das war wirklich ein miserabler Tag. Wie wird man gebannt? Ich lasse auch Prime da. Subs als Bezahlung. Wir haben unser erstes Bingo. Ding, 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 ding. Ja, doch, dafür, dass wir ein Bingo gemacht haben. Jakob, ich will einen Prime-Sub von dir sehen. Jakob, 1, 2, 2, 3. Ich will einen Prime-Sub von dir sehen, sonst kriegst du einen Permaban. Dann bist du wieder weg. Wir haben unser erstes Bingo. Jawohl. Er hat Werbung gemacht. Meine Freunde und ich haben Wahrheit oder Pflicht gespielt. Zack, zack. Das waren Aufgaben davon. Wir machen das nie wieder. Es tut mir sehr leid. Sorry. Ja, wir kontrollieren wieder den Rest, ob das Swerf ist. Nee. Waren nicht so die guten Chatnachrichten. Wollte eigentlich einen anderen Text reinmachen, den ich vorher kopiert hatte. Dann wurde den Link kopiert. Ja, Real Talk ihm, glaube ich. Real Talk, er hat komplett normal gechattet und so die ganze Zeit. Also einfach irgendein random Link. Real Talk ihm, glaube ich. Okay, ist das guter Grund oder falscher Chat. Beides so ein bisschen. Weil ich checke, dass du irgendwas in der Zwischenablage hast und du pastest das so falsch in den Chat oder so. Das kann schon passieren, I guess. Gib Heiko nicht weg. Ja, okay, er darf zurück. 24-Stunden-Stream. Folgt alle rein. Sehr geehrte Mods-Team und Heiko, es tut mir sehr leid, dass ich Werbung für einen anderen Stream-Chat gemacht habe. Ist mittlerweile schon lange her und ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich würde mich über eine Aufhörersperre sehr freuen. Am 17.03. Digga, er wurde legit von einem Jahr gebannt. Hab mich geändert. Er hat sich geändert. Er darf sogar zurück. Ich sag, er hat eine richtige Entschuldigung geschrieben. Und ich glaube, nach einem Jahr, da hat sich gebessert. Sei schlau wie blau. Hat mich im Stream verwechselt. Wollte das nicht bei Cast schicken? Ja! Falscher Chat! Er wollte zu irgendeinem rechten Vollidioten reinschreiben. W! Digga, das ist ja die beste Nachricht dafür. Holy shit. Wähle und dann wähle auch noch falsch geschrieben. Oh, geil. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was das bedeutet. Also wirklich nicht und ich mache es nicht mehr. Heißt das nicht Schwanz? Andere Sprache hacken wir auch ab. Das ist die einzige Nachricht. Ja, ist ja legit seine einzige. Nächstes Bingo! Bam, 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 bam. Ja, schade. Warum schreibt man Sachen in den Chat, wo man nicht weiß, was sie bedeuten? Das ist halt auch ein bisschen dumm. Analyse überflüssigen Craft Attack. Ah, ja, können wir eigentlich schon fast in Richtung Sexismus gehen. Weil ich meine Meinung gesagt hätte. Tut mir leid, dass das nicht erwünscht. Wir haken die Meinungsfreiheit ab. Was ist das nächste Bingo? Das ist das nächste Bingo! This is Bob. Copy and paste on every Discord-Server. Gelöscht von Laura. Wie lange bin ich noch gesperrt? Alter, er fragt nicht mal, ob er entbannt wird oder so. Er fragt aber straight up, wie lange er noch gebannt ist. War betrunken. Haben wir betrunken? Betrunken! Endlich! Ab in die Küche mit der Sexismus abgehakt und das nächste Bingo! Lesen wir uns gar nicht durch. Weg mit ihm. Zack und raus. Was haben wir noch? ChatGPT? Haustiere? Vertippt oder Autokorrektur? Und wenn ich gebannt werde, dann will ich nicht. Bitte? Nö. Heiko, leck meine Eier! Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, warum ich das geschrieben habe, aber es tut mir leid. Ich möchte nur wieder am Chat teilnehmen und Kanalpunkte sammeln. Digga, ich hab's noch nicht jemand gehört. Der sagt, ich möchte Kanalpunkte sammeln. Eierlecken! Eierlecker 300 schreibt Eierlecken!
Das war am 29.10. Wie lange macht Feister schon sein Eierlecken-Ding? Wissen wir das? Der geht nicht ran. Feister? Oh, er macht Videocall. Er ist bestimmt im Gym gerade. Feister? Ich bin noch live. Ich habe eine wichtige Frage an dich. Da ist der Bube. Wie lange benutzt du das Eierlecken-Meme schon? Gute Frage. Würdest du sagen, vor Craft Attack? Nee, oder? Also, habe ich das viel bei Craft Attack gesagt? Ich weiß es nicht, aber ich habe einen Kollegen, der wurde gepermabannt, weil er geschrieben hat, Heiko leckt meine Eier. Und wir sind jetzt hier gerade am Debattieren, ob er entbannt wird, ob er das von dir hat oder ob er seiner Zeit voraus war und du ihm das geklaut hast. Wann hat er das geschrieben? Am 29.10. Boah, das ist halt, das war der Tag, an dem Craft Attack gestartet hat. Da hab ich niemals Eierlecken gesagt. Sagst du, der Eierlecker soll entbannt werden? Also, ich glaube schon, dass er es von mir hat. Also wird er entbannt? Er wird entbannt. Er sagt auch... Also Leute sollen das jetzt nicht spammen, aber man sollte für sowas nicht gebannt werden. Okay, dann wird er entbannt. W. Ja, okay. Dankeschön, das war's schon. Ciao, ciao. In deinen Videos wirkst du immer so aufgebaut, aber hier ist alles lustlos. Und das hat er so 10-mal geschrieben. In deinen Videos wirkst du immer so aufgebaut, doch hier bist du so lustlos. Dann habe ich ihn gebannt. Und jetzt, es war falsch. Ich zeige Reue und Einsicht. Bitte vergeb mir und lass mich teilnehmen an dem fließenden Text. Ey, und ich finde das so krass. Legit, es liest sich schon wie ChatGPT. Fließender Text gibt mir ChatGPT-Vibes, aber auch alleine dieses Ding zu schreiben, ich zeige Reue und Einsicht, ist halt Google oder ChatGPT zu fragen, wie schreibe ich eine richtige Entschuldigung? Und das Erste, was kommt, ist, wichtig ist, dass du Reue und Einsicht zeigst. Lass mich teilnehmen am fließenden Text. Das ist crazy. Nee, den brauchen wir nicht mehr. Wir haken ChatGPT ab und holen uns ein neues Bingo. Und sind noch 3 Bingos. Wir brauchen noch ein Haustier auf der Tastatur, hab mich vertippt oder Autokorrektur und ein, wenn ich dafür gebannt werde, dann will ich gar nicht entbannt werden. Du bist kacke. Ich guck dich echt gerne. Das war Autokorrektur. Da haben wir ihn. Digga, ihn habe ich vorhin gelesen. Er schreibt, du bist kacke. Warte, wir schließen erstmal das nächste Bingo ab. Boom. Und er schreibt, du bist kacke. Das war Autokorrektur, sorry. Aber Autokorrektur und sorry ist beides falsch geschrieben. Und was wollte er schreiben? Autokorrektur. Oh nein, das ist krass. Du armer, ich habe Zucker auf Farben. Ich sehe mir zwei. Katze drückt mal Tab, drückt Tab, Tab, drückt bitte Tab. Tut mir leid, unverschämt, nervig. Würde ich spammen, tut mir leid, bitte wieder rein. Wieder rein mit dir, jawohl. So, wir haben es geschafft. Offiziell. Sehr gut. Entbannungsanträge durch. Ey, das war strong. Ich glaube, wir haben da gut aufgeräumt. Endlich wieder alles clean. Der Chat wurde bereinigt. Ich hätte niemals gedacht, dass wir so viele haben. Ja, und wir müssen gucken, wie ist der eine Guy mit seinem Prime-Sub? Wir müssen auch auf seinen Prime-Sub hoffen irgendwann. Mal schauen. Eieieiei. Was ziehen wir da raus? Heiko ist manchmal Magecrafter.